Doping ist so alt wie der Sport selbst. Denn bereits seit der Antike wird mit unerlaubten Substanzen experimentiert. Heute ist der Kampf gegen Doping ein Kampf ohne Ende und vor allem ein Kampf gegen viele. Das Massenphänomen Sport lockt auch eine Vielzahl dunkler Subjekte. Die Legende vom Einzeltäter bleibt, was sie ist. Eine Legende. Seit 2008 gibt es in Österreich deshalb ein Anti-Doping-Gesetz. Denn zuvor hatte es den Anschein, dass saubere Weltklasseleistungen nicht mehr möglich waren. Da steht einfach das Ziel, was man vor Augen hat, was man erreichen will. Und da gehört im Spitzensport leider Doping ja mit dazu. Wenn man sich die Statistiken ansieht, dann erweckt das Bild, dass es nur ein paar schwarze Schafe in einer weißen Herde gibt. Es ist allerdings genau umgekehrt. Die ganze Herde ist schwarz und es gibt ein paar weiße Schafe drinnen. Egal, ob das jetzt als Schnelllaufen ist, Langlaufen, Radfahren, Leichtathletik, Schwimmen, also überall dort, wo es rein weniger um Technik geht, sondern rein um deine körperliche Leistungsfähigkeit, sind die Dopingpraktiken relativ identisch. Rund 10.000 Dopingkontrollen werden jährlich in Deutschland und Österreich durchgeführt. Nur 2% der Tests sind positiv. Der Umkehrschluss der Dopingjäger, die große Mehrheit ist sauber. Für mich ist ein Sportler dann gedopt, wenn ihm das bewiesen ist, wenn also eine positive Dopingkontrolle vorliegt. Längst hat die Suche nach dem Erfolg mehr als bloß sportliche Wurzeln. Es geht um Selbstbestätigung, um Geld, um das Vaterland. Man braucht anscheinend zum nationalen Ego Schwarz-Rot-Gold-Erfolge. Braucht man den Erfolg, also Doping. Das System Doping steht im Mittelpunkt dieser Dokumentation. Ausgangspunkt für die Beleuchtung von Hintergründen und Profiteuren ist jene Sportart, die in jüngster Vergangenheit für die spektakulärsten Dopingfälle sorgte, der Radsport. . 2008 wird der Österreicher Bernhard Kohl zunächst Dritter in der Tour de France und im selben Jahr des Dopings überführt. Heute erzählt er offen, dass Spitzensport ohne Doping nicht möglich gewesen wäre. Als Nachwuchssportler, wo man anfängt mit 12, 13 Jahren, denkt man über Doping eigentlich noch nicht nach. Aber bei mir war dann die Zeit, wo 16, 17, wo ich geworden bin, wo ich dann ins Heeressportzentrum gekommen bin. Und ich habe mich damals im Beginn schon gewundert, in jedes Zimmer hatte seinen eigenen Kühlschrank. Und ich habe gedacht, ja, warum einen Kühlschrank? Es gibt Frühstücksbuffet, Mittagsbuffet, Abendbuffet. Und ja, nach ein paar Monaten, wo ich dann mehr Freundschaften aufgebaut habe, habe ich dann mal in so einen Kühlschrank hineingesehen und dann war halt nichts mit Müsli oder Joghurt, sondern dann waren dann ja, Dopingmittel wie EPO, Wachstumshormone drinnen. Und dann weiß man eigentlich, dass es ohne Doping im Spitzensport nicht funktioniert. Dass bei uns im Hochleistungssport oder im Radsport damals so flächendeckend gedopt wurde, das war mir dann erst klar, als ich Profi geworden bin. Weil ich als damals 19-Jähriger, sehr talentiert, aber ich der Einzige in meiner Generation in Deutschland Profi geworden bin, kam ich in den Profi-Radsport und habe hinten und vorne kein Land mehr gesehen. Also es ist nicht nur so, dass du sagst, du kannst nicht nur jetzt nicht vorne mitfahren, sondern du kannst auch nicht in der Mitte mitfahren und hinten mitfahren wird schon schwer. 2006 fliegt der Deutsche Jörg Jaksche, sechsfacher Tour de France-Teilnehmer, im Zuge des Dopingskandals rund um den ehemaligen Teamarzt Eufemiano Fuentes auf. Mein damaliger Chef Gianluigi Stanga, der hat mich dann mal zur Seite genommen bei einem Radrennen, bei dem ich relativ gut gefahren bin und hat mir dann meine Blutwerte analysieren lassen, weil er dachte, dass ich als 19-Jähriger, weil ich bei dem Rennen gut gefahren bin, dass ich vielleicht schon wüsste, wie es laufen würde. Und dann hat er mir so ein bisschen erklärt, er würde mir jetzt einen 5-Jahres-Vertrag geben, weil ich wäre so talentiert und ich habe nicht verstanden, warum talentiert, ich wäre permanent abgehängt. Ja. Und er hat mir das dann alles so erklärt, so ein bisschen väterlich, wie die Sachen laufen. Und dann hatte ich zu dem Zeitpunkt eben die Wahl, ob ich es mache oder nicht mache. Aber die Wahl war dann natürlich auch, bleibe ich weiter im Sport oder verlasse ich den Sport. Wenn man die Tour de France hernimmt, sie hat über 3000 Kilometer, wir fahren 30.000 Höhenmeter. Das ist viermal der Mount Everest und das Ganze über 40 km/h Schnitt.
dann ja, braucht man, glaube ich, nicht lange nachzudenken, wie weit verbreitet Doping ist. Mit 19 Jahren greift Kohl erstmals zu Dopingmitteln. Wie ich dann Profi bei den großen T-Mobile-Team geworden bin, das war dann 2005, 2006. Jetzt muss natürlich das ganze Doping auch professioneller werden, denn die Kontrollen werden besser. Die Leistung ist natürlich wesentlich höher, was abverlangt wird. Und ja, in der Sportlerkreisen ist mir dann eben der Name Stefan Matschiner genannt worden. Und ja, dann nicht lange darauf habe ich dann mal den Stefan angerufen und wir haben uns kurze Zeit darauf getroffen. Und nach Hause gegangen bin ich mit meinem ersten Einnahmenplan und ja, mit dem ersten Sack voller Dopingmittel. Der frühere Mittelstreckenläufer Stefan Matschiner experimentiert bereits als Athlet mit Dopingsubstanzen. Den Sport hängt er schließlich an den Nagel. Das Doping jedoch nicht. Mein Grundgedanke war eigentlich, dass ich mir gesagt habe, okay, wenn ich schon Manager bin, Sportmanager zu sein ist jetzt nicht unbedingt die intellektuell hochtrabendste Aufgabe, die man sich vorstellen kann, weil es also mehr Reisebüro und Kindermädchen. Ich habe mir einfach gedacht, ich nehme mir eine zweite Komponente dazu und verbinde die pharmakologische mit der Management-Ebene. Aus zwei Gründen. Man kann Kosten für den Sportler sparen und es sind weniger Personen eingeweiht. Mich hat es interessiert, mich in die Materie einzuarbeiten und ich habe mich halt versucht, da in einer gewissen Weise zu verwirklichen. Auch Jörg Jakscher setzte in Sachen Doping auf fremde Hilfe. Sein damaliger Teamchef Manolo Seis hatte den richtigen Mann für diesen Job gefunden. Manolo hat zu mir gesagt, es würde dich unser neuer Teamarzt anrufen, Eufemiano Fuentes. Das war kurz nach Weihnachten in 2004. Und dann musste ich nach Gran Canaria fliegen. Und der hat da auch nicht lange drum herum gesprochen. Der hat gesagt, pass auf, das gibt es. Was willst du machen? Welches Risiko willst du eingehen? Das können wir machen. Ähnlich wie Fuentes steigt auch Matschiner in der Szene rasch zum Doping-Boss auf. Für Athleten aus 13 Nationen und 12 verschiedenen Sportarten wird er ohne jede medizinische Ausbildung zum Doping-Doktor des Vertrauens. Dann fängt man das immer an, dass man mal sagt, du, wie schaut's aus, was hast du gemacht, zu welchen Zeiten, in welchen Dosierungen? Und dann habe ich mir erst die Trainingspläne angeschaut, die Rennhöhepunkte, wann sind die Höhepunkte über den Saisonverlauf geplant und nach dem wurde dann abgestimmt, wann was gemacht wird. Zu diesem Zeitpunkt gibt es in Österreich noch kein eigenes Anti-Doping-Gesetz. Das Dealen mit Dopingsubstanzen fällt damals noch unter ein lockeres Arzneimittelgesetz, das die Weitergabe von Dopingmitteln in etwa auf die gleiche kriminelle Stufe stellt wie Falschparken. Nur die Sportler werden belangt und können nach Sportrecht lebenslänglich gesperrt werden. Einer, der zum Synonym für Doping im ganz großen Stil geworden ist, ist der Spanier Eufemiano Fuentes. Sein riesiges Netzwerk dient als Versorgungsquelle für viele ehrgeizige Athleten. Fuentes war einer, der konnte weltweit alle Medikamente besorgen. Ja. Also das war beeindruckend fast. Ja. Und der hatte Zugang von russischen künstlichen Hämoglobin, Bluttransfusionen, Designer, Steroide, so wie dieser Balko damals gemacht hat, aus russischer Produktion. Dann habe ich noch mit Designer-Steroiden gearbeitet, wo also die Anti-Doping-Organisationen überhaupt keine Chance haben, diese irgendwann festzustellen, die man dann eher in Phasen verwendet, wo es also um Kraftaufbau und Kraftentwicklung geht, bis hin zu EPO und seinen ganzen Derivaten, wenn es also wirklich in die Wettkampfphase geht, um mehr Sauerstofftransportfähigkeit in das Blut oder in den Körper zu bringen, bis hin dann zum Blutdoping, das eigentlich das High-End des Produktprofils bei mir dargestellt hat. In Heidelberg kämpft der Krebsforscher Professor Dr. Werner Franke seit Jahren gegen Doping und dessen Begleiterscheinungen wie Korruption, Lügen und Vertuschungen. Einst deckte er das staatlich gesteuerte Dopingsystem in der DDR auf. Heute kämpft er gegen den leichtfertigen Umgang mit Medikamenten und Bluttransfusionen. Schwarze Schafe wie Matschiner sind für den Professor ein rotes Tuch. Na, wer ist Herr Matschiner, nicht wahr? Das ist ja so hirnverrissen, aber was ist er eigentlich vom Beruf? Ich weiß es nicht, kann nicht viel sein. Denn das ist unsinnig, denn schon kleinere Gaben können auch, wenn auch seltener,
zu Schäden führen. Wir haben ja eine gewaltige Erfahrung. Wir haben Tausende von Fällen bewiesen und aufgeklärt in der früheren DDR. Das heißt, es ist widerlegt, dass es irgendeine Dosierung gäbe, die nichts bewirken würde. Was zur Leistungsförderung etwas bewirkt, kann natürlich auch Nebenwirkungen bewirken. Machina, der Self-Made-Doktor, hat kein Problem, an verschreibungspflichtige Originalmedikamente heranzukommen. Man kennt irgendwo einen Arzt, eine Krankenschwester in einem Krankenhaus. Dann gibt es Kollegen im Ausland, die genau die gleichen Zugänge haben. Also ich habe meine Quellen gehabt für verschiedene Mittel von verschiedenen Seiten. Es ist nicht so schwierig, an Dopingmittel zu kommen. Immerhin wartet am Ende viel Ruhm und noch mehr Geld. So lässt sich etwa der spanische Dopingarzt Fuentes seine Dienste in üppigen Jahrespauschalen entlohnen. Der hat für eine Basisbehandlung sozusagen, war fix, glaube ich, bei 30.000 Euro. Das war Basis. Aber so jetzt aus den Konten konnte man sehen, dass bestimmte Fahrer, Ivan Basso, glaube ich, im Jahr 80.000 Euro gezahlt hat. Gut, er sagt natürlich, ohne dann eine Gegenleistung bekommen zu haben, weil Basso hat ja immer mal so gesagt, er hat das Blut nur abgegeben. Hat es aber nie mehr zurückführen lassen. Ja, aber dafür hat er 80.000 Euro gezahlt. Und so ganz lustig. Auch Stefan Machina soll laut Bernhard Kohl für seine Dienste 10.000 bis 70.000 Euro pro Jahr an Sportler erhalten haben. Bestätigt hat Machina diese Summe nie. In Österreich hat die nationale Anti-Doping-Agentur NADA ihre Arbeit 2008 aufgenommen. Ihr Auftrag ist es, Dopingkontrollen durchzuführen. Außerdem gehört Prävention zu ihren Aufgabenbereichen. Durch Information und Bewusstseinsbildung soll der Nachwuchs von Doping ferngehalten werden. Geschäftsführer dieser Institution ist der ehemalige Bobfahrer Andreas Schwab. Ich sehe unsere Organisationen auf der Seite der fairen Sportler, auf der Seite der Nachwuchssportler, denen man langfristig die Möglichkeit schaffen sollte, unter fairen Bedingungen Sport zu betreiben. Das Ziel muss es sein, die schwarzen Schafe so gut es geht auszumerzen und denen so gut es möglich ist, verbotenes oder regelwidriges Verhalten nachzuweisen. Rund 40 Dopingkontrollteams sind in diesem Jahr in Österreich unterwegs, um bei 1.500 Sportlern etwa 2.000 Tests durchzuführen. Im Schnitt wird ein Athlet pro Jahr also nur 1,3 Mal kontrolliert. In Österreich verfügt die NADA über ein Jahresbudget von 1,9 Millionen Euro. Die NADA Deutschland muss mit dem 2,5-fachen Budget fast 6-mal so viele Athleten testen. Aber selbst wenn der Kontrolleur einmal an die Tür klopft, besteht für einen gedopten Sportler in der Praxis wenig Grund zur Sorge. Ja, über ungefähr, schätze mal, 200 Kontrollen habe ich gehabt, Dopingkontrollen. Bei 100 Malen hätte ich positiv sein müssen, weil ich definitiv Dopingmittel gerade in meinem Körper hatte. Aber natürlich ist man einen Schritt voraus. Man macht eigene Dopingkontrollen auf EPO, eigene Dopingkontrollen auf Testosteron, dass man weiß, wie viel kann man nehmen, dass man wiederum negativ ist. Oder andere Stoffe wie Wachstumshormone, ja, die was man bis heute nicht wirklich nachweisen kann. Im Dopinglabor im burgenländischen Seibersdorf werden die Proben der NADA kontrolliert. Aber auch nationale und internationale Sportverbände lassen hier testen. Pro Jahr werden so rund 6.000 Kontrollen durchgeführt. Dabei werden ca. 120 Proben, also etwa 2%, positiv getestet. Doch ein negativer Test bedeutet nicht zwangsweise, dass der Sportler nicht gedopt hat. Professionelle Dopingbetrüger kennen die Analyseverfahren und kennen jeden Trick, um einem positiven Test zu entgehen. Also ich denke schon, dass der Trend in Richtung Verwendung von körpereigener Substanzen besteht. Also Testosteron ist ein Beispiel, EPO ist ein Beispiel. Und dass hier versucht wird, eben mit Mikrodosierungen zu arbeiten, um die Nachweisbarkeit zu erschweren. Dopingfahnder bedrohen die Geschäfte des Dopings eigentlich nur irgendwo in der Peripherie. Es gibt einfach zu viele Substanzen, die kein Dopingtest der Welt findet. Die Dopingmethoden werden immer professioneller und raffinierter.
Für Dopingjäger ist das aber kein Grund aufzugeben. Der Kampf gegen Doping ist, glaube ich, am richtigen Weg. Wesentlich verbessert werden müssen noch die Analysemethoden. Da brauchen aber die Labors die entsprechende Hilfe dazu, dass sie das schaffen. Es ist uns vollkommen klar, dass wir nicht alles nachweisen können, aber wir können immer mehr und mehr und mehr nachweisen. Das Ganze ist selbstverständlich auch eine Funktion des Budgets, das für Anti-Doping-Forschung hier zur Verfügung steht. Das Anti-Doping-Labor in Seibersdorf gehört zu 35 Laboratorien weltweit, die von der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA beauftragt werden. Zur Arbeit des Labors gehört nicht nur die Analytik, sondern auch die Entwicklung neuer Nachweismethoden. Mit einem Jahresbudget von 100.000 Euro entwickelten die Wissenschaftler beispielsweise ein Verfahren, das den Gebrauch von EPO nachweist. Doch auch dieses Verfahren ist für professionelle Dopingbetrüger längst kein Hindernis mehr. Mit geringeren Dosierungen über längere Zeiträume hinweg unterschreiten gedopte Sportler einfach die Nachweisgrenze. Damit Kontrolleure alle Sportler jederzeit testen können, müssen Athleten auf die Stunde genau angeben, wo sie sich befinden. Wer zweimal innerhalb von 18 Monaten nicht am angegebenen Ort angetroffen wird, gilt automatisch als des Dopings überführt. Wilhelm Lilge ist Leichtathletiktrainer und engagierter Dopinggegner. In seinem Laufverein müssen Sportler eine Verpflichtungserklärung unterschreiben. Sollte der Athlet des Dopings überführt werden, muss er alle erhaltenen Gelder und Spesenersätze zu 100% zurückzahlen. Dass Athleten permanent ihren Aufenthaltsort bekannt geben müssen, ist für ihn ein notwendiges Übel. Es gab also wie diese Notwendigkeit, dass er den Sportlern, dass er vermittelt wurde. Anfangs also einigen Widerstand, wo man gemeint hat, okay, das war Eingriff in die Privatsphäre und solche Dinge. Das hat sich also komplett gelegt. Und diese Unannehmlichkeiten, dass man also angeben muss, okay, wann ist man wo erreichbar, das haben wir ja den Dopern zu verdanken, den Verbrechern zu verdanken. Anders geht es eben nicht. Theoretisch wissen die Dopingjäger also zu jeder Zeit, wo sich Sportler aufhalten, um Tests durchführen zu können. Die Praxis sieht aber anders aus. Die Kontrolleure sind eigentlich nahezu keinen Reglementierungen ausgesetzt. Sie können jederzeit Dopingkontrollen durchführen, ausgenommen nach dem Anti-Doping-Bundesgesetz in Österreich zwischen 23 Uhr und 6 Uhr. Der Sportler muss sich irgendwann einmal vom Training und vom Wettkampf erholen können und ich möchte nicht, dass Kontrolleure um 2 oder 3 in der Früh einen Leistungssportler aufwecken, um eine Dopingkontrolle durchzuführen. Also bei mir war es so, wenn ich jetzt zum Beispiel normales EPO verwendet habe, was nachweisbar war, war ich mit 500 Einheiten EPO um 11 Uhr abends, bin ich in der Früh um 6 Uhr wieder negativ gewesen. Also Mittel und Wege gibt es immer, um das System auszutricksen. Dabei gäbe es sogar Möglichkeiten, auch in der Nacht zu kontrollieren. Also zumindest in Österreich haben wir eigentlich die gesetzliche Bestimmung, dass Dopingkontrollen in der Nacht grundsätzlich nicht durchgeführt werden sollen. Aber in begründeten Verdachtsfällen ist das sehr wohl möglich. Und ich denke, das ist eine gute Regelung. Und von dieser Regelung sollte man natürlich eben bei begründeten Verdachtsfällen diese Möglichkeit sollte man ergreifen. Und gleich, können Dopingjäger den Betrügern noch das Handwerk legen? In Spanien war es dann zum Beispiel so, dass diese Fahrer, die entdeckt worden sind, gegen die wurde kein Verfahren eingeleitet. Da ging es nicht um Doping, weil Doping nicht strafbar war, sondern nur um ein Verbrechen gegen die öffentliche Gesundheit. Der Radsport ist in den letzten Jahren besonders in Verruf geraten. Doping gehörte quasi zum guten Ton. Laut Machina wusste jeder über seine Machenschaften Bescheid. Ich habe über diese Jahre hinweg eigentlich nicht wirklich ein Doppelleben geführt. Dieser geschlossene Kreis des Hochleistungssports, in dem drinnen ganz frei kommuniziert wird, zwischen den verschiedenen Sportarten, teilweise auch unter Konkurrenten, weil man ja auch Freundschaften hegt und pflegt. In diesem Kreis wird ganz normal mit dem Thema Doping umgegangen, darüber diskutiert und ganz offen gesprochen. Machinas Geschäftsmodell beginnt im Sommer 2008 zu zerfallen. Eine Verkettung von mehreren unglücklichen Zuständen hat
2008 dazu geführt, dass das ganze System ein bisschen zu wackeln begonnen hat und dann im Endeffekt ja 2009 eben kollabiert ist. Es war zum einen ein positiver Test der Lisa Hüttaler, der jetzt noch nicht das große Problem gewesen wäre, die aber dann in weiterer Folge versucht hat, mit Bestechung im Labor in Seibersdorf eben Erfolg zu haben, was natürlich schiefgegangen ist. Dann ist der Erfolg des Bernhard Kohl gekommen und auch der Fall des Bernhard Kohl. Und so fängt dieses Kartenhaus irgendwann zu wackeln an und dann braucht es eigentlich gar nicht mehr so viel Wind, dass das Ganze in sich zusammenfällt. Epocera wird 2008 unter den Teilnehmern der Tour de France schnell zum Geheimtipp, weil es zum damaligen Zeitpunkt nicht nachweisbar ist. Herkömmliches Epo musste für die gewünschte Wirkung noch ein- bis zweimal pro Woche injiziert werden. Bei Cera ist dies nur noch alle 3 bis 4 Wochen nötig. Ein Entwicklungsschritt, der sich wenige Monate später als Nachteil herausstellen sollte. Ich war ja nicht verantwortlich für seinen positiven Test. Ich habe ihm Monate vorher gesagt, bitte lass die Finger von Cera. Das sagt mir der Hausverstand bei einer Halbwertszeit von so vielen Wochen, dass das irgendwann, und wahrscheinlich das irgendwann wird relativ schnell sein, die Dopingfahndung eben analysieren und testen wird können. Das ganze Peloton ist mit Cera gefahren, laut Aussage von Bernhard damals, und er hat es also nicht lassen können, das kurz vor der Tour de France und auch noch während der Tour de France zu nehmen. Ich habe es nicht über Stefan bezogen, aber ja, abgeraten im Endeffekt hat er mir auch nicht. Also es war einfach für mich wichtig, ein Epo zu haben, was nicht nachweisbar ist. Das war es zu damaligen Zeitpunkt. Deswegen war es richtig, dass natürlich dann im Nachhinein Nachkontrollen gemacht worden sind. Damit kann man nicht wirklich rechnen und ja, war leider Gottes Pech. Bereits Ende Mai 2006, also 2 Jahre vor dem Fall Machinas, gibt es erste Hinweise, dass ein spanischer Gynäkologe, zugleich Mannschaftsarzt des Profiteams Liberty Seguros, für Doping im großen Stil verantwortlich sein soll. Sein Name? Eufemiano Fuentes. Im Rahmen einer groß angelegten Razzia werden Fuentes und Manolo Saiz, sportlicher Leiter des Teams, festgenommen. Riesige Mengen an Blutbeuteln und Dopingmitteln werden ebenso beschlagnahmt wie eine Liste mit Codenamen. Der deutsche Radprofi Jörg Jaksche muss nun um seine Enttarnung fürchten. In dieser ganzen Operation Porto wurden viele Leute verhaftet, es wurden Dokumente sichergestellt. Es war aber alles in Code geschrieben und eigentlich konnte es nicht nachgewiesen werden, wer war. Aber durch eine Visitenkarte, die hinten die Kürzel und die Namen dazu hatten, die sie irgendwo gefunden haben, konnten die dann die Namen entschlüsselt werden. Ja, und dann kam eben sozusagen Stück für Stück der Name raus. Wobei dann in verschiedenen Ländern das auch verschieden angegangen wurde. In Spanien war es dann zum Beispiel so, dass diese Fahrer, die entdeckt worden sind, gegen die wurde kein Verfahren eingeleitet. Da ging es nicht um Doping, weil Doping nicht strafbar war, sondern nur um ein Verbrechen gegen die öffentliche Gesundheit. Und dann konnten die halt so aussagen, nö, also Fuentes, der hat mir nie was Schlechtes gegeben, ich habe mich nie schlecht gefühlt. Das war's, ja. Also das war halt die spanische Art, daran zu gehen. Während Jörg Jaksche nach einjähriger Sperre seine Karriere endgültig beendet, gibt es für Eufemiano Fuentes bis heute keine wirklichen Konsequenzen. Also ich glaube, Verbrechen, wenn dann überhaupt, vielleicht wegen der Steuer. Da ist halt die Frage, ob sie ihm das nachweisen können in irgendeiner Art und Weise. Und ob sie es ihm auch nachweisen wollen. Weil wenn sie das Konto öffnen, dann müssen sie schätzungsweise das komplette Konto öffnen und können nicht irgendwie so den Radfahrer nehmen wir mal und den und den und den. Und da kann es natürlich sein, dass es vielleicht da ein paar größere Namen dabei sind. Doch nicht nur Einzelpersonen wie Machina und Fuentes werden zu Dopingdealern im großen Stil. Auch eine kleine Wiener Blutbank rückt Ende 2007 erstmals in den Fokus von Fahndern und Öffentlichkeit. Nach einem Hinweis von Rick Pound, damals Leiter der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA, beginnen Journalisten der österreichischen Tageszeitung Kurier zu recherchieren. Die Vorgänge bei Human Plasma haben stattgefunden zwischen 2002 und 2006. Da wurde bei der Blutbank Human Plasma in großem Stil Blutdoping betrieben.
insofern als Blutabnahmen durchgeführt wurden an Dutzenden Spitzensportlern und diese Sportler dann vor dem Wettkampf, also bei Bedarf, sich diese Blutkonserven wieder zugeführt haben und dadurch eine höhere Anzahl an Erythrozyten in ihrem Blut hatten und dadurch die Ausdauerleistung extrem verbessert wurde. Einer der Kunden von Humanplasma war auch Bernhard Kohl. Als Vermittler zwischen Blutbank und Spitzensportlern agierte Stefan Macina. Die Behandlungen wurden von Ärzten meist diskret an Sonntagvormittagen durchgeführt. Denn das, was die Sportler da an sich machen ließen, war nach Sportrecht kriminell. Für die Ärzte sah die Rechtslage damals noch anders aus. Es ist aber so, dass gewisse Tathandlungen nicht unter das Anti-Doping-Gesetz fallen, weil das Anti-Doping-Gesetz Blutdoping einschließt, aber erst nach dem 9.8.2008 Gültigkeit hat. Das heißt, wenn mögliche Blutdoping-Handlungen vor dem August 2008 getätigt wurden, so sind sie gerichtlich nicht strafbar. Dieser Zeitfaktor führt schließlich zur Einstellung des Verfahrens gegen die Mediziner. Anhängig bleibt lediglich ein Finanzstrafverfahren, hatten doch die Geschäfte mit dem Blutdoping-Einnahmen von etwa 250.000 Euro erbracht. Man kann davon ausgehen, dass die Herrschaften die Einkünfte, die sie bezogen haben, über diese Blutabnahmen nicht der Finanz gemeldet haben, so war es auch. Und deswegen prüft jetzt die Finanz, ob man da einen Prozess anstreben kann. Im Zuge des Humanplasma-Skandals kommt das BKA auch Stefan Macina auf die Schliche. Der Dopingdealer wird am 30. März 2009 festgenommen. Am Tag darauf sagt Bernhard Kohl aus, dass Macina ihm EPO, Wachstumshormone, Insulin und Testosteron besorgt und beim Eigenblutdoping geholfen habe. Die Behandlung mit Eigenblut habe in den Räumlichkeiten der Wiener Blutbank Humanplasma stattgefunden. Das Ganze war ja nicht kriminell bis zum 6. August 2008. Es hat zwar ein schwammiges Arzneimittelgesetz gegeben, nachdem niemand verurteilt worden ist. Es hat keine Grenzmengenverordnung gegeben. Es war eigentlich nie irgendwo ein Thema, dass das wirklich verkriminalisiert wird. Es ist dann eigentlich erst mit diesem einen Datum schlagend geworden. Und ich habe mich halt leider aus Österreich ein bisschen zu spät zurückgezogen. Also um ein gutes Monat, das ist mir dann im Endeffekt ja auch vor Gericht dann zum Verhängnis geworden. Unsere Ermittlungen sind getätigt worden auf Grundlage des Anti-Doping-Bundesgesetzes und auf Grundlage des Arzneimittelgesetzes. Eine maximale Strafdrohung zu diesem fraglichen Tatzeitraum war 3 Jahre. Das heißt, mittlerweile kann man nach Vorliegen der Grenzmengenverordnung zum Anti-Doping-Gesetz den vollen Strafrahmen ausschöpfen und dieser ist beim Anti-Doping-Bundesgesetz 5 Jahre mittlerweile. Aber was die Person Macina betrifft, war die höchstmögliche Strafe 3 Jahre. Stefan Macina wird schließlich nur zu 15 Monaten teilbedingt verurteilt. Da er bereits 5 Wochen in U-Haft verbracht hatte, muss er nicht mehr ins Gefängnis und vertreibt heute amerikanische Morcheln an Gourmet-Restaurants. Die 15 Monate, es ist mir eigentlich völlig egal. Ich habe mich sowieso verabschiedet. Ich habe immer einen Plan B gehabt, habe eine gute, fundierte Ausbildung, habe mich beruflich völlig neu orientiert. Und ob ich da jetzt 2 Monate bekommen hätte oder 3 Jahre, ist mir eigentlich egal, weil es ja für mich keine Relevanz hat. Jeder Drogendealer muss ich eigentlich sagen, okay, ich probiere es lieber mit Dopinghandel. Da gibt es die ähnlichen Gewinnspannen und wenn ich erwischt wäre, sind die Sanktionen ja vergleichsweise lächerlich. Auch wenn jetzt die Strafen letztendlich nicht mit denen von Drogendelikten zu vergleichen sind, obwohl die Aktivitäten durchaus vergleichbar sind zwischen Drogenhandel und Dopinghandel, glaube ich schon, dass es einen abschreckenden Effekt mit sich gebracht hat. Die Leute werden zumindest jetzt vorsichtiger agieren. In Österreich hat das Anti-Doping-Gesetz nun eine juristische Handhabe gegen Personen, die Doping an anderen anwenden. In Deutschland gibt es kein eigenes Anti-Doping-Gesetz, sondern nur einzelne Verbotsnormen in verschiedenen Gesetzen, etwa dem Arzneimittelgesetz, dem Betäubungsmittelgesetz oder dem Strafgesetzbuch. Ein wirksames Gesetz, das ist ja leicht einzusehen, müsste den Haupttäter, das ist der intellektuelle Täter immer für mich, der Arzt oder der Betreuer, ja, sportliche Leiter oder so etwas, der müsste ja mehr bestraft werden erstmal
als der, das Opfer. Ich sage, das sind alle Sportler, sind in dem Sinne Opfer. Weshalb? Weil sie ja nicht vorher adäquat aufgeklärt werden. Was macht man aber? Da eiert man rum und ermittelt hier und da. Bei einem der Fuentes-Mitarbeiter in der Nähe von Göttingen hat man jetzt das wieder eingestellt gegen eine Geldbuße und so weiter. Warum? Weil die Ärzteschaft so in sich selbst in solchen Dingen korrupt ist, dass sie das nicht zulässt. Sie möchte nämlich nicht, dass bestimmte ihrer Täter, gleich Ärzte, die Approbation verlieren. Bernhard Kohl entschließt sich nach Ablauf seiner zweijährigen Sperre gegen eine Weiterführung seiner Profikarriere, obwohl er zu diesem Zeitpunkt erst 28 Jahre alt ist, und eröffnet stattdessen ein Radgeschäft. Durch die Tour de France 2008, durch meinen dritten Platz und den Gewinn des Bergtrikots, bin ich innerhalb von kürzester Zeit wirklich zum Volkshelden geworden. Und ja, drei Monate danach, nach dem Erfolg, kam der tiefe Fall, wo dann der positive Dopingtest an die Öffentlichkeit gekommen ist, ich zum Buhmann der Nation geworden bin, also von 100 auf minus 100. Und ja, das war für mich dann schon ganz, ganz schwer, wie geht es mit meinem Leben weiter? Und immer dann die Frage gestellt, mache ich es wie alle anderen, sitze ich die zweijährige Dopingsperre aus, dope munter weiter in die zwei Jahre, oder mache ich einen klaren Schlussstrich, kooperiere mit den Behörden, gebe ich meine Informationen preis und starte ein komplett neues Leben. Was für den Radsport gilt, gilt möglicherweise auch für viele andere Sportverbände. Kann man Doping daher gar nicht ausmerzen? Für den ehemaligen Dealer Stefan Macina wäre sogar eine Freigabe denkbar. Meine Vorstellung ist, dass es in Zukunft ein Bekenntnis zum Hochleistungssport gibt. Dass man den Hochleistungssport vom Freizeitsport trennt, auch thematisch. Und dass man in diesem Bereich Hochleistungssport, den wir also über die Medien transportiert bekommen, dass man eigene Regeln schafft. Und dass diese Show, die wir haben, also auch auf einem sicheren Niveau, eben basiert. Das geht also hin Richtung Freigabe von Doping-Light oder kontrollierte Bedingungen, wie auch immer. Eine Doping-Freigabe, auch nur ansatzweise, wäre irgendwo das Ende des Sports. Denn die Sportler würden zu Versuchskaninchen der Pharmaindustrie verkommen. Und letztendlich würde dann also der siegen, der einfach bereit ist, ja auch für eine bestimmte Leistung oder eine Leistungssteigerung hier den Tod auf sich zu nehmen. Das heißt also, Doping-Freigabe ist ein absolutes No-Go und wird auch nie in keinem Bereich ernsthaft in Erwägung gezogen. Immer wieder gibt es spektakuläre Todesfälle von gedopten Athleten aus Kraft- und Ausdauersportarten. Dazu sind auch die Langzeitfolgen nicht abzusehen. So werden etwa American Footballer oder Teilnehmer an der Tour de France durchschnittlich nur 55 Jahre alt. Ja, die Langzeitfolgen kann ich jetzt nicht absehen und kann mir auch kein Arzt sagen. Also ich hoffe, dass ich früh genug damit aufgehört habe, mit 26 Dopingmittel zu nehmen. Und ja, ich hoffe, dass ich da keine Spätfolgen habe, aber es kann mir kein Mensch versichern. Also was in 20, 30 Jahren ist, ist schwer zu sagen, aber ich hoffe mal, dass es noch gut ausgeht bei mir. Es ist jetzt nicht so, das wäre jetzt falsch, dass ich sage, ich habe immer auf die Gesundheit der Sportler geachtet und das war die oberste Maxime. Also das war nicht der erste Gedankengang. Ich habe aber sehr wohl gewusst, dass mit den Dosierungen, mit denen ich arbeite, ich die Gesundheit eines Sportlers nie gefährden werde. Schwarze Schafe wie Stefan Macina und Eufemiano Fuentes haben Doping im Spitzensport regelrecht professionalisiert. Ist dadurch Doping auch institutionalisiert, wird nach System gedopt. Viele Leute, die wieder Fuentes sind, die werden geduldet. Ja? Und die kannst du aus dem Sport wahrscheinlich als Weltverband auch nicht rausbekommen, weil danach wäre noch ein größeres Chaos. Ja? Das ist so, dass sie sagen, der weiß wenigstens so, was er macht. Ja? Und normalerweise, wenn die beim Fuentes sind, dann haben wir wenigstens weniger Dopingfälle, positive Fälle. Ja? Also wenn wir jetzt zu irgendeinem russischen Arzt gehen, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Fuentes spielt seit 2006 im Radsport keine Rolle mehr. Ob sein Platz von anderen eingenommen wurde, ist unklar. In Österreich ist Doping für Dealer und beteiligte Mediziner zumindest unattraktiver geworden, da sie sich mittlerweile durch das Anti-Doping-Gesetz strafbar machen. Die Möglichkeiten zu dopen sind dadurch erschwert. Was kann man aber tun, damit Doping gänzlich verschwindet?
Ich glaube, dass Sportler in der heutigen Zeit immer noch Weltklasseleistungen erbringen können, auch ohne Doping. Vor allem müssten die Sportler erkennen und auch viele Betreuer, dass man die Sportmedizin, die Erkenntnisse der Sportmedizin, die Erkenntnisse der Trainingswissenschaft, Trainingsperiodisierung und so weiter richtig nützt. Wenn man all das 100% berücksichtigen würde und das Beste daraus machen würde, glaube ich, könnten Sportler, die sich unter Umständen voreilig dopen, auf verbotene Substanzen durchaus verzichten und zumindest gleich gute, wenn nicht noch bessere Leistungen erzielen. Und gleich, kann man die Dopingproblematik im Spitzensport noch in den Griff bekommen? Wenn man es wirklich ausrotten will, dass man mit hohen Gefängnisstrafen auch für den Sportler droht, das wäre dann schon eine Abschreckung, wo, glaube ich, jeder Sportler eigentlich zurückschrecken würde. Solange Verbände nach Erfolg bezahlt werden, wird das stets dieselbe Gleichung ergeben. Doping ist gleich Medaillen, ist gleich Fördergelder. Leichtathletiktrainer Wilhelm Lilge forciert ein anderes Rechenmodell. So sollten jene Verbände tatsächlich auch profitieren, die glaubwürdig und aktiv in ihren eigenen Reihen gegen Doping vorgehen. Und dass jene nicht bestraft werden, die aufgrund der Dopingbekämpfung dann vielleicht auf den ersten Blick oder zumindest kurzfristig etwas weniger Erfolge bringen. Auch Bernhard Kohl sieht Möglichkeiten, Doping für den Nachwuchs unattraktiv zu machen. Prävention in jungen Jahren ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und dann muss ein jeder Sportler eigentlich selbst entscheiden, mit 18, 19 schlage ich den Weg ein mit Doping oder lasse ich es lieber bleiben. Und ja, die andere ganz krasse Variante ist natürlich, dass, wenn man es wirklich ausrotten will, dass man mit hohen Gefängnisstrafen auch für den Sportler droht. Das wäre dann schon eine Abschreckung, wo, glaube ich, jeder Sportler eigentlich zurückschrecken würde. Gefängnisstrafen für dopende Sportler gibt es bereits in Italien. Angewendet wurden sie noch nie. Dabei hilft vielleicht eines am allerbesten: Reden. Es müssten einmal die Verbände hergehen oder die verantwortlichen Funktionäre oder Sportartvertreter, was auch immer, und sagen, ja, bei uns gibt es dieses große Problem. Und dann müsste auch die Gegenseite sagen, okay, wie kann man dem Herr werden? Wie kann man da entgegenwirken, präventiv? Oder wie kann man den anderen auch verstehen? Da muss man weggehen von der Einzeltäter-Theorie auch, als auch von alle dopen. Es ist beides nicht richtig. Am Ende einer Dokumentation zum Thema Doping würde man vermutlich Forderungen, Appelle oder am besten eine eindeutige Lösung erwarten. Wir aber leihen uns die Worte des deutschen Sportjournalisten Oskar Beck. Null Toleranz, Kampf für den sauberen Sport, Zusammenarbeit mit der nationalen Anti-Doping-Agentur. Sogar ein runder Tisch soll her gegen das Doping. Hoffentlich reichen die Stühle.